Das erinnert mich in der Tat auch an unser erstes Shelter, was wir gebaut haben. So, wir schauen jetzt uns wirklich mal ein Video von einem relativ neuen deutschen Bushcraft-Kanal oder Survival-Kanal oder ich weiß gar nicht, wie man es nennen kann. Ein frischer, kleiner Outdoor-Kanal. Nennt sich Blackout Survival. Wissen wir also, wo die Richtung hingeht. Und Blackout Survival baut seinen ersten Bushcraft-Shelter. Und ich bin gespannt. Also so eine Videos mag ich ja immer sehr. Ja, das mag ich auch. Wie so Leute das erste Mal irgendwas machen. Das ist geil. Und wir haben ziemlich viel Meinung für ziemlich viel Ahnung, wenig Ahnung. Und da gehen wir rein, aber Bock drauf. Also ich glaube, zu Bushcraft-Sheltern ja, haben wir schon. Ja, safe. Das ist schon, oder? Safe. Blackout Survival. Bereitet euch vor. Ja Leute, ich bin's von Blackout Survival. Ich baue hier ein Shelter. Ja, ihr seht schon. Wird so eine Art Lean-To, A-Frame, mal gucken. War doch ein deutscher Kanal, der ist blöd. Ja. Echt? So. Ja. Ja, dann stelle ich hier die Dinger hin. Dann leg erstmal die Rückwand. Schön, Andi. Andi kommentiert das Video. Relativ wenig Materialeinsatz, ist erstmal gut. Aber ihr seht's, ich habe auch mehr Material, ist mir egal. Okay, auch Fichtnacker bei ihm dagegen, das ist schon mal geil. Aha! Das sieht aus, wo wir unser Waldcamp gebaut haben, dann im dunklen Wald hinten. Ja. Da, wo so viele Zecken waren. Alter, waren da viele Zecken. Wie groß der Axtkopf ist im Vergleich zum Stiel. Ja, stimmt. Hä? Aber sieht doch cool aus. Oh, eine Bushbox vorne links. Rucksack hinten rechts. Mehr braucht man nicht. An so einer Bushbox erkennst du halt auch direkt, dass es ein deutscher Bushcrafter ist in der Regel. Es ist ja so ein Deutschland-exklusives Produkt, würde ich mal. Also deutschsprachiger Raum. Wird bestimmt auch im Ausland irgendwie verkauft, aber das ist so richtig typisch. Was ist das für ein Rucksack, Anni? Sieht ein bisschen nach Savotta aus? Hätte ich jetzt auch gesagt, Savotta. Vielleicht. Ja. Warum meinst du, macht er es so, wie er es macht? Also warum geht er nicht von einer Seite einfach da vor, sondern hieft das alles A rüber, anstatt es anzulehnen und füllt immer die Lücken auf? Weil er das eigentlich anders machen wollte, aber sich jetzt entschieden hat, ey, ich habe doch ganz gut Material, dann mache ich jetzt doch so ganz viel auf, vielleicht. Das würde mich mal interessieren. Das wäre so eine Möglichkeit. Das ist so geil. Das haben wir am Anfang auch immer gemacht. Wir haben den Rucksack immer hingehangen. Mittlerweile, Leute, die Rucksäcke werden einfach hingeschmissen, ist scheißegal. Ja. Aber zu Anfang haben wir sehr darauf geachtet und ein extra Video zugemacht, ein kurzes, wie man seinen Rucksack aufhängt mit einer Schnur und Stock. Ja, das war damals auch so. Da hat man noch so kleine, kurze Hacks auch mal gepostet. Macht man heutzutage gar nicht mehr. Nee. Ja, also ich bin mir fast sicher, dass er sich umentschieden hat und jetzt doch. Naja. Ja, jetzt macht das ja auch nochmal neu. Bam. Stabil. Die Seiten sind jetzt auf einmal auch zu. Aha. Das ist okay. Ja, Platz ist da. Man kann realistisch drunter schlafen. Hier fällt mal. Jetzt wird's nochmal schick gemacht. Carhartt-Mütze ist auch immer wichtig. Daran erkennt man den Arbeiter. Ich dachte mir schon fast, dass er es so macht. Ah, gut, dann muss er es ja so dicht machen. Ja, sonst ist es durch. Ey, aber ist das Elefanten oder? Das ist eine doppelt gelegte. Ah, doppelt gelegte, okay. BW Elefant, also Bundeswehr Elefantenhaut. Keine Sorge, sind keine echten Elefanten zu. Das weißt du nicht. Zu Schaden gekommen dafür. Die beste Unterlage, die es gibt. Ja, wir haben Leistung. Es gibt nichts Besseres. Es gibt nichts am Markt. Ja, komischerweise. Verstehe nicht so richtig. Es ist wirklich. Das Go-To-Ding, da kannst du. Ich verstehe es nicht. Beste Unterlage. Weil die halt dieses Drahtzeugs drin hat, ist die mega stabil, ne? Also,
Wir haben schon ganz oft nach anderen Alternativen gesucht, aber so richtig. Ja, vor allem, die faltet sich auch gut, ist gut so wegzustauen. Ja. Und wenn du irgendwas hast, was leichter ist, weht dir das direkt weg. Das passiert dir mit der Elefantenhaut auch nicht so leicht. Quadratisch praktisch. Ja, gut. Aber wirklich. Da wäre jetzt an der Stelle auch sinnvoller, von unten nach oben zu arbeiten, glaube ich. Weil so rutscht ihm die ganze Sache immer runter, so kann er von unten nach oben so eine Schicht aufbauen. Ja. Weil auch hier wieder, wenn du da nicht irgendwie einen Meter draufhaust, dicht wird's eh nicht. Mhm. Ich glaube, ist die Kehrtasche noch besser, das stimmt wohl. Die Kehrtasche auch Survival Lifehack, ey. Ist halt echt so. Ja? Wenn's doch noch nicht blau wäre. Auch mal Ikea dazu anregen, eine taktische Version der Ikea-Tasche zu machen. Ja, Oliv, Alter, und dann... Oliv, Alter! Oliv, Alter! Ja. Wird das so dicht, wenn du davon jetzt eine Meterschicht draufknallst? Vielleicht. Kommt dann aber auch wieder auf die Menge des Regens an. Auch mal auf den Hintergrund achten, Anni. Ist das Schnee oder ist das so... Moorzeugs? Ja, erkennt man nicht so richtig. Aber so wie die Bäume aussehen, tippe ich auf Moorzeugs. Mhm. Weil du siehst ja diese ganzen Wurzelsachen. Coole Gegend, ne? Ja. Kannst du im Sommer aber auch nicht hingehen. Ja, Mücken, wa? Da wirst du richtig zerpflückt. Oder zermückt. Zermückt finde ich gut. Okay, da geht er jetzt auf Rinde, auch geil. Nur ein Stöcker, er will einfach nur die Lücken zumachen. Ne? Ja, warum nicht? Da kommt halt kein Wind mehr durch, ne? Auch smart. Zack! Knie kaputt. Sieht cool aus. Passt sich sehr schön in der Landschaft an. Anni? Ja? Hier schreibt gerade, Gizmo schreibt, hat die Ikea-Tasche nicht ähnliches Material wie diese Elefantenhaut? Nein, hat sie nicht. Ne, die hat kein Drahtzeug nicht drin, ne? Vielleicht auch mal eine Elefantenhaut kaufen und von so einem Schneider so eine Tasche draus basteln lassen. Dann hast du eine richtig stabile Tasche, glaube ich. Ja. Aber auch richtig unhandlich groß dann. Weil die lässt sich dann nicht mehr so gut knüllen und falten, glaube ich. Stimmt, ja. Mhm. Ja, der Baustil ist ähnlich von dem, was wir auch immer so machen, klar. Weil es aber auch so ein absoluter Go-To-Baustil ist fürs erste Shelter. Ja. Aber sieht richtig geil jetzt mit dieser ganzen Menge an Laub da drauf aus. Das ist halt ein riesiger Laubhügel. Das erinnert mich in der Tat auch an unser erstes Shelter, was wir gebaut haben, mit den Jungs vom Airsoft-Team zusammen. Dieses riesige Teil. Yeah. Wow, Alter, war das groß. Das war also, so krass. Hä? Wie groß das war? Ja, das war richtig geil. Na, LKW-Plan ist schon wieder ein bisschen dicker als Elefantenhaut. Es kommt eine Reflektorwand. Auch Klassiker. Fürs Feuer. Nice. Auch schön Jute-Schnur, sehr geil. Wo ich merke jetzt erst, dass es andere Tage sind. Er hat andere Klamotten an, ne? Genau, das ist mir jetzt so aufgefallen. Ein anderer Rucksack. Ja. Da Schnur sehe ich, ja. Oh, er macht sogar da auch zu. Cool. Die Bushcrafter, sie lieben es, Holz zu stapeln. Es ist halt echt so. Ja? Mauern bauen auch. Ja, klar. Ist auch ganz wichtig. Hoch im Kurs. Vor allem für die Nummer da kannst du halt auch echt alles nehmen, was auf dem Boden liegt. Ist völlig egal. Ja. Cool. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir gerne ein Like und ein Abo da. Und damit sag ich ciao und bis zum nächsten Mal. Jetzt hat er doch noch gesprochen. Hat mich unterhalten, was soll ich sagen? Ja, sehr schön. Aber kurzweilig, also, geil. Wenn du Bock drauf hast, kannst du gerne reden, kurz dabei. Erklär doch einfach, was du machst, so nebenbei. Nicht zu viel reden, so ein bisschen.
Voll gut. Wenn du Bock drauf hast. Ja. Wenn ich dann nicht. Aber das Shelter, also das hat mir wieder richtig Bock gemacht, eigentlich das selber zu machen und dann. Ja, also, und einfach drin pennen, ja. Zack, fertig. Auch mal wieder kleinere Projekte so, nicht immer riesig und groß. Na doch. Ja, auch. Ich sag ja nicht ausschließlich kleine Projekte. Aber auch diese kleinen Sachen bocken halt. Mhm.